بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir sind immer noch mit dem Buch دروس اللغة العربية und wir sind jetzt beim Kapitel 13 angekommen. الدرس الثالث عشرة ألف، also Teil 1 ألف. Okay. Wie immer haben wir einen Text und hier übersetzen wir den Text erstmal. Man ha'ula'i al-fityatu at-tiwalu ya 'aliyyu. Ich habe jetzt getrennt gelesen. Man ha'ula'i al-fityatu at-tiwalu ya 'aliyyu. Ha'ula sind, wer sind sie? Man ha'ula, wer sind sie? Wir haben hadha gelernt und wir haben hadhihi gelernt. Und jetzt ha'ula, Mehrzahl, maskulin. Al-Fityatu. Al-Fityatu, das ist der Plural von Vetter. Der Plural von Vetter. Und Vetter war der Jugendliche. Und wir haben auch letztens gesagt, was der Unterschied zwischen Vetter und Rulam ist. Also Al-Fityatu ist Plural. At-Tiwalu. At-Tiwalu ist auch Plural. Also der Adjektiv ist jetzt auch zu einem Plural geworden. Der Singular war Tawil. Tawil, lang. Ja, Ali. Also wer sind diese Jugendlichen oder diese großen Jugendlichen? O Ali. Wie ihr jetzt bemerkt habt, haben wir jetzt Ha'ula und wir haben den Plural gelernt. Also wir lernen es noch. Hum Tullabun Jududun. Tullab kommt von Talib, Schüler oder Student, besser gesagt. Tullab, Studenten. Judud ist die Mehrzahl von Jadid. Jadid war neu. Sie sind neue Studenten. Nicht vergessen zu schreiben. Einige Schüler, wenn sie etwas Neues bekommen, dann starren sie einfach nur so mit großen Augen und schreiben nicht. Min aina hum? Von wo kommen sie? Also hum ist sie. Maskulin, Mehrzahl. Hum min Amerika. Sie sind von Amerika oder sie sind aus Amerika. Ahum zumala'uka. Sind sie deine Schulkameraden? Naam, ja. Hum zumala'i. Sie sind meine Schulkameraden. Hum fi fasli. Sie sind in meiner Klasse. Ahum mujtahidun. Sind sie fleißig? Wir haben Mushtahid gelernt, das war fleißig. Und jetzt, weil das Plural ist, haben wir Wow und Nun hinzugefügt beim Adjektiv. Mushtahidun. Und genauso beim Verb fügen wir auch Wow und Nun hinzu. Und wir werden dazu noch kommen. Oder, also diese Information wäre nicht so gut, dass ich das gesagt habe. Naam, hum mujtahidun. Ja, sie sind fleißig. Ma esma'uhum. Was sind ihre Namen? Also ihr, da fügen wir ein hum am Ende des Wortes. Esma'uhum. Ihre Namen sind Yasirun, wa Zakariya, wa Musa, wa Abdullahi. Das sind ihre Namen. Bei den Pronomen, die hinzugefügt werden, zum Beispiel bei Namen oder bei Verben. Wenn ein Pronomen, ein Dhamir also, bei einem Verb hinzugefügt wird, dann ist es entweder Akkusativ, ishtaraytuhu, oder Nominativ. Wenn es aber zu einem Namen hinzugefügt wird, dann ist das so wie ein Genitiv oder Dativ sozusagen. Also, ma esma'uhum, was sind ihre Namen? Esma'uhum, das haben wir schon gesagt. Wa man ha'ula'i rijalu al-qisaru. Wa man ha'ula, und wer sind sie? Al-rijalu von al-rajulu. Al-qisaru von qasiru. Also, die kurzen Männer, die klein sind. Hum Hujjajun.
Hajj war Pilgerer und Hujjajun die Pilgerer, Mehrzahl. Min aina hum, von wo kommen sie? Ba'duhum min as-Sin. Ba'duhum, einige von ihnen. Ba'duhum min as-Sin, einige von ihnen sind aus China. Wa ba'duhum min al-Yabani, und einige aus Japan. Bis hier irgendwelche Fragen? Okay. Hier noch zwei Sätze. Ayna al-Mustafa wa asdiqa'uhu. Eigentlich kann man sagen, also eigentlich sollte man sagen, Ayna Mustafa wa asdiqa'uhu. Aber man kann es als bestimmt machen, wie im Deutschen. Wo ist der Mustafa und seine Freunde? Dhahabu ila al-mat'ami. Sie gingen zum Restaurant. Dhahabu kommt von Dhahaba. Dhahaba, gehen. Jetzt, sie sind gegangen, da fügen wir einfach nur Wow und Elif hinzu. Der Wow als Beweis oder als Zeichen, dass es Mehrzahl ist. Und der Elif, da gehen wir lieber nicht rein. Aber dem fügen wir einfach hinzu. Dhahabu ila al-mat'ami. Sie sind zum Restaurant gegangen. Jetzt bei den Aufgaben. Hawil al-mubtada. Und wir wissen, was Mubtada ist. Das Wort, womit wir den Satz angefangen ist, was ein Name ist. Fi kullin min al-jumal al-atiya ila jama'. Also wir sollen den Mubtada in jedem Satz zu einem Plural umwandeln. Mithal, Beispiel. Hadha talibun. Das ist ein Student. Haulai tullabun. Sie sind Studenten. Den Plural haben die am Ende angezeigt. Und wir müssen einfach nur Haula und das dann eben sagen. Natürlich solltet ihr das aufschreiben, damit ihr das schneller oder besser auswendig lernen könnt. Und ja, dann fangen wir an. Fangen wir mit Ahmed an und dann Hüseyin. هذا تاجر، هؤلاء تجار، Genau. Was heißt Tajir? Händler. Das ist der Händler. Das ist ein Händler und hat die Mehrzahl danach. Genau, Sie sind Händler. Genau. Okay, Hussein. هذا حج هؤلاء حجاج. Hujjajun und Hajjun, also den Shadda nicht vergessen. Hujjajun. So, nein. Doch, Hujjajun, ja, ist doch. Genau. Ich habe den Shadda nicht gehört, deswegen habe ich das nur betont. Achso. Also, Hadha Hajjun und Haulai Hujjajun. Okay, das ist ein Pilgerer und Sie sind Pilgerer. Genau. Okay, Ahmed. هذا رجل هؤلاء رجال. Genau. Was heißt Rajul? Rajul heißt Mann und hat dann der Rest ist dann Männer Mehrzahl. Genau. Hussein. هذا كبير. هذا كبار. هؤلاء كبار. Genau. Und das heißt, das ist groß und die sind groß oder sie sind groß. Genau, also mit hier mit groß meint man, glaube ich, Erwachsene. Allahu a'lam. So. Sorry. Sorry, klein. Das ist klein und sie sind klein. Oder das ist der Kleine und sie sind die Kleinen. Genau, richtig. Genau, und hier könnte man auch sagen, das sind Jugendliche. Also ein kleiner Junge, Jugendliche Junge.
Okay. هذا قصير. هؤلاء قصار. Das ist kurz. Oder das ist der kurze. Nein, der kurze geht nicht. Und das sind die kurzen. Genau. Und قصير kann man auch sagen für den Mann oder für die Person, die klein ist. Okay. Aber sag mal deine Frage. Okay. Also man sagt, genau, hoher قصير zum Beispiel. Er ist kurz, also er ist klein von der Länge aus. الرجل قصير. Der Mann ist klein von der Länge aus. Ja. Okay, jetzt Ahmed 7. هذا طويل. هؤلاء طوال. Das ist der große. Und sie sind groß. هذا طويل. Das, genau, das ist lang. Oder groß, so, eben, wenn es eine Person dann, ist. Das ist Das ist lang und sie sind lang. Okay, Hussein. هذا ولد. هؤلاء أولاد. Das ist das Kind. Ein Kind. Das sind, ja, ein Kind. Und das sind die Kinder. Das sind Kinder. Das sind Kinder. Okay, jetzt Ahmed. هذا ابن. هؤلاء ابناء. أبناء. Also أبناء. Und wenn du هذا, also bei هذا sagst du هذا ابن, den Nein, ich weiß, dass man verbindet, aber ich dachte, wir machen gerade wieder erstmal ohne Verbindung. Achso, okay. Das ist ein Sohn. Achso, und, ja, und sie sind Söhne? Das sind die Söhne? Und sie sind Söhne, genau. Okay, Hussein? هذا عم. هؤلاء أعمام. أعمام. Achso, okay. هؤلاء أعمام. Achso, هؤلاء أعمام. Genau. Was heißt Achso, ich habe gedacht, die Das ist ein Onkel. Und das genau. sind Onkels. Okay. Damit, wegen der Zeit, wir übersetzen einfach nur das Wort. Also dann versteht man auch automatisch, was der Plural ist. Okay. Das ist der Alte. Und Sie sind Alter. Sie sind die Älteren, ja, ne? Okay. Auf Arabisch. Also هذا شيخ und هؤلاء شيوخ. Genau. Jetzt auf der nächsten Seite. Hussein. هذا ضيف. هؤلاء ضيوف. ضيف ist schwach. Nicht schwach. Schwach war ضعيف. Ach so. Okay, dann weiß ich nicht. Ahmed, weißt du das? Dünn. Nee. Dünn war Nahif. ضيف ist Gast. Achso. Was ist das? Gast. Gäste. Gast, achso. Ja. Okay, jetzt ist Ahmed dran. هذا زميل. هذا زميل. هؤلاء زملاء. Was heißt Zemil? Das ist, also Zemil ist Mitschüler. Genau, oder Kamerad. Okay, jetzt Hussein, هذا فقير. هذا فقير, هؤلاء فقراء. Das ist arm, oder das ist ein Armer. Okay. Jetzt Ahmed, هذا غني. هؤلاء أغني, also هؤلاء أغنياء. Also das ist reich. Das ist reich. Und sie sind
Genau. Niau. Niau. Also man Ja. verbindet das nicht. Achso, okay. Okay, Hussein. هذا صديق. Oder أصدقاء. أصدقاء. Das sind die Treuen. صديق war Freund, genau. Und Sie sind Achso, Freunde. okay, Freund. Freunde. Okay, Ahmed. Herr Ulai, was war ich? Herr Ulai, Atipau? Genau, Atribau. Das ist ein Arzt. Die sind Ärzte. Genau. 18, Herr Vettern. Das die Jugendlichen. Genau. Jetzt Ahmed, 19, Herr Achun. هؤلاء إخوة. Das ist ein Bruder und sie sind Brüder. Genau. Hussein, 20, هذا جديد. هؤلاء جدد. Neu, also das sind die. Genau, das ist neu und sie sind neu. Okay, 21, هذا مدرسون. هؤلاء مدرس was ist das مدرسون مدرسونا، أوكي. أسوية. Bei Das ist ein Berufen kann man ganz einfach oder fügt man meistens Wow und Nun. Kann man mich hören? ja, also ja. Okay. Also هذا مدرسون, das ist ein Lehrer und هؤلاء مدرسون, das sind Lehrer. Das bedeutet, wenn ihr seht, einige Plurals haben, also da ändert sich der Plural bei einigen Wörtern. Und bei anderen, wie öfters bei Berufen zum Beispiel oder Beschreibung, da fügen wir einfach nur wow, nun hinzu. Und manchmal gibt es beides. Wenn der Plural ganz anders ist, also keine Regel hat, also nicht wow und nun hinzugefügt wird oder eine andere, dann nennt man das Jama' Taksir, gebrochener Plural. Und wenn einfach nur ein Wow nun hinzugefügt wird, dann nennt man das Jama' Muzakkar Salim. Jama' Plural. Muzakkar Maskulin. Also nur für Maskulin. Weil für Feminin gibt es auch eine andere Form. Und Salim, gesund. Also man hat einfach nur etwas hinzugefügt und alles andere ist geblieben. Okay, kommen wir wieder zurück. 22. هذا مهندسون. Herr Ulla Mohandisun, Genau. das ist ein Ingenieur, das sind die Ingenieure. Genau. Ahmed, هذا فلاحون. Herr Ulla فلاحون. Das ist ein Bauer und Sie sind Bauer. Genau. Bauern. حسين هذا مجتهد هؤلاء مجتهدون fleißig genau also das der heißt das ist ein fleißiger oder das ist fleißig das ist ein fleißiger das ist ein fleißiger und das sind die fleißigen okay letzter هذا مسلم هؤلاء مسلمون das ist ein Muslim und sie sind Muslime. Genau, richtig. Jetzt unten haben wir eine nächste Aufgabe, eine andere Aufgabe. حول المفردات المكتوبة باللون الأحمر. Also ändere oder wandle die Wörter, die geschrieben sind mit dem roten Stift oder mit der roten Farbe. Bei uns haben wir einen Strich unten. إلى جموع zum Plural. كما هو موضح في المثال. Genauso im Beispiel. Und im Beispiel haben wir من هذا الرجل؟
Wer ist dieser Mann? Huwa Hajjun. Er ist ein Pilgerer. Man ha'ula'i rijal? Wer sind diese Männer? Hum Hujjajun. Sie sind Pilger. Jetzt haben wir Nummer 1. Min aina hadha talibu? Huwa min al-Hindi. Also, von wo ist dieser Student? Er ist aus Indien. Jetzt Hussein, wie ändern wir das? Min aina ha'ula'i tullabun at-tullabi tulbi also ja wie okay ja tullabi oder tullabi hier haben wir gesagt min aina ha'ula'i tullabi. Wir haben gesagt, min aina tullabi. Mach mal lam dik. Tullabi. Also nach dem Berg kommt ein Kessra. Ja, also min aina hadha tullabi. Hum min al-Hindi. Genau. Nur, dass du gesagt hast, hadha tullabi. Ha'ula'i tullabi. Okay. So, habe ich dann falsch gesagt, ja. Okay, jetzt gehen wir zur nächsten Seite. Jetzt ist Ahmed dran. Aina tajiru al-kabiru? Aina tajiru al-kabiru huwa fi suqi aina tujjar aina tujjar Dol, was war denn? Kibarun? Genau. Al-Kibaru. Dann Ha'ula'i Suqi. Nee, den Hua musst du zu sie machen. Ach ja, Hum Suqi. Genau, richtig. Okay, jetzt Hussein. Einen Moment. Zurückgehen und nachschlagen. Ein al-mudarris al-jadid huwa 'ind al-mudiri 'ind al-mudiri ein al-mudarrisuna genau al-judud genau, richtig. Hum عند المدير. Genau, super. Jetzt Ahmed, 4. Soll ich direkt einfach Mehrzahl sagen? Soll ich direkt lösen? Lies einfach nur Dings, die 4 und dann nachher im Mehrzahl auf Arabisch. Okay, dann أين الطالب الجديد هو في الفصل لا هو في الفصل أين الطلاب الجدد هم في الفصل genau richtig und طالب ist Student okay jetzt Hüsen 5 أي هذا الطالب غني لا هو فقير هؤلاء الطلاب أغنياء genau لا هم فقيرون فقير hat auch eine Pullover لا هم فقراء genau, richtig okay, jetzt 6 einmal kurz من هذا الرجل هو ضيف من هؤلاء الرجال هم ضيوف genau هم ضيوف sie sind Gäste
Okay, jetzt den Nummer 7. Li Achi Kabirun. Li Achun Kabirun. Li Achun Kabirun. Hua Talibun Bil Jamia. Bil Jamia. T. Li Ichwanun. Ichwatun. Ichwatun. Kuburun, Kuburun, Kibarun, Kibarun, Hum Tulla, Hum Tullabi, Tullabun, Tullabun, Hum Tullabun, Il Jamia, genau. Fängt schon an, Zungenbrecher zu hören? Okay. Jetzt Ahmed, Nummer 8. Aina Sadiqika Zahaba ila. Hier haben wir keine Präposition, deswegen sagen wir nicht Sadiqi. Also Sadiquka? Genau. Zahaba ila al-maktabi. Mektebeti. Also, ila al-mektebeti. Dann, aina sadiqakum? Asdiqauka. Also, wir machen das mal genau. Aina asdiqauka? Aina asdiqauka, genau. Zahaba. Das ist jetzt mehr so. Genau, hier müssen wir mehr zu machen. Den Verb müssen wir Wow und Elif hinzufügen. Zahabu ila al-maktab, ila al-maktab, ila al-maktab, hum? Maktabati. Also, das ist trotzdem du, oder was? Also, nein, das ist weiblich. Nee, Kram kann ich nicht. Welches ist? Ila al-maktab. Okay, was ist der Unterschied zwischen Maktab und Maktaba? Eine war Bibliothek und eine war Schule? Schreibtisch. Schreibtisch. Hier ist Bibliothek und Maktab ohne Tamarbuta ist Schreibtisch. Okay, jetzt Hussein, Nummer 9. Muhammadun lahubnun sagirun. Ja. Huwa talibun fil madrasati. Genau. Also Muhammadun lahu abnaun? Lahu abnaun, ja. Lahu abnaun. Sigarun. Genau. Hum Tullabun fil madrasati. Genau, super. Jetzt letzter. Azamiluka mujtahidun. Naam, huwa mujtahid. Dann Moment, jetzt wollen wir mal. Azumalauka mush Bleibt muss steht einfach so? Nee, da müssen wir Wow und Nun hinzufügen. Achso, das ist auch ist ein Beruf, oder was? Das ist eine Eigenschaft. Aber ich meine, wie konjugieren ist dann so, wer ein Beruf wäre? Könnte man so sagen, also mehr so wie eine Beschreibung für eine Person. Also schwer zu sagen, also. Okay, dann. Jama Salim. Okay, dann. Wo war das nochmal? Ich finde das Wort nicht mehr, ja? Einmal kurz. Also, Malauke. Mujtahidun. Naam. Vom Mujtahidun. Genau, richtig. Okay, jetzt.
Bei der nächsten Aufgabe müssen wir hinzufügen, also zum Namen müssen wir den Pronomen hinzufügen. أضف الأسماء الآتية مرة إلى اسم ظاهر وأخرى إلى ضمير. Also manchmal zu einem Namen und manchmal zu einem Pronomen. كما هو موضح في المثال. Wie es im Beispiel steht. Wir haben im Beispiel أبناؤه und أبناؤ محمد. Der Herr gehört also seine Söhne und أبناؤ محمد die Söhne von Mohammed. Im Beispiel haben wir dann أبناؤن أبناء محمد أبناؤه. Okay, ich habe jetzt doppelt gesagt. In der neuen Auflage ist es ein bisschen schöner. Jetzt haben wir Esmaun. Jetzt müssen wir das, also Esma heißt die Namen oder Namen. Und Atulabu, Studenten. Das bedeutet, wir müssen sagen, die Namen der Studenten. Hussein, wie sagen wir das? Esma Utulabun. Esma Utulabi. Achso, okay. Und ihre Namen? Utulabi. Esma'uhum. Genau, Esma'uhum. Okay, Ahmed, Zumala'u. Zumala'u Hamidin. Genau. Und Zumala'uk. Genau. Hussein, Astiqa'u. Astiqa'u al-Mudajjisi. Astiqa'uhu. Genau, richtig. Bei Nummer 4 haben wir lies den Beispiel und ändere den Satz. Wie im Beispiel. Wir haben im Beispiel Mithal, At-Taribu Zahaba ila al-Mat'ami. Also der Student ist zum Restaurant gegangen. Jetzt At-Tullabu, die Studenten sind zum Restaurant gegangen. Zahabu ila al-Mat'ami. Jetzt Nummer 1, Ahmed. At-Talibu jalasa fil fasli. Wie sagen wir das im Plural? Okay, At-Tullabu jalasu fil fasli. Genau, richtig. Und Hussein, 2. Ganz kurz, ich habe noch geschrieben. Okay. Ist hier noch die alte Seite auf? Ach so, tut mir leid. Okay. المدرس خرج من المدرسة. من المدرسة. من المدرسة. اوكي. المدرسون خرجوا من المدرسة. Genau, richtig. Und Ahmed, letzter. التاجر ذهب إلى السوق. التجار ذهبوا إلى السوق. التجار. التجار. Okay. Jetzt 5 ist nur lesen. Das, also, weil die Zeit knapp ist, noch 5 Minuten, lese ich das. Und was für euch schwer ist oder was ihr nicht richtig gedacht habt, könnt ihr einfach Haracke geben mit einem Bleistift oder einem Stift allgemein. Iqra waktub. At-tullabu fil fasli. من هؤلاء الأولاد؟ بس أقول الأولادي، أزو كسرة من ده. أهم أبناؤك؟ لا، هم أبناء أخي. من هؤلاء الناس؟ هم ولا ما من هؤلاء الناس؟ الناس بس. هم حجاج من تركيا. أين التجار؟ ذهبوا إلى السوق. من هؤلاء الرجال؟ هم ضيوف. الفلاحون
Fil-Hukul. Al-Hukul heißt Fels, also das Fels in einem Bauen. Wa abna'uhum fil-Madrasati. Aina tullabul jududu? Ba'aduhum fil-Fasli wa ba'aduhum indal mudiri. A'mami tujjarun kibarun. Haulai ikhwati. Aina abna'uka ya Ali? Ya Aliyu. Hum fiddukani. At-tullabul kibaru fil mal'abi. Also Spielfeld oder so, Mal'ab. Wat-tullabus sigaru fil fasli. Haulai al-fityatu ikhwa aw ikhwatun. Abuhum imamun oder imamu hadha al-masjid. Weil hier der Imam von diesem Moschee, also deswegen wurde es mit hadha bestimmt. Haulai ar-rijalu fallahuna min qaryati. Qaryati Dorf. Aus meinem Dorf. Auf der nächsten Seite. Aina at-tullab al-judud? Akharaju? Naam. Kharaju wa dhahabu ila al-maktabati. Haulai al-atibba'u muslimuna? Naam. Tut mir leid. Ahaulai al-atibba'u muslimuna? Naam. Muslimun. Li abna'un sigharun. Ba'duhum في المدرسة الابتدائية. المدرسة الابتدائية غونشولا. وبعضهم في المدرسة المتوسطة. إنها مثل شولا. بس هي irgendwelche Fragen؟ Okay. Nummer 6. اكتب جمع الكلمات الآتية. Also den Plural. كبير كبار مسلم مسلمون رجل رجال ابن أبناء mit همزة قطع also mit dem همزة darüber ضيف ضيوف فتى فتية حاج حجاج أخ إخوة صغير صغار طويل طوال غني أغنياء فقير فقراء. Und die 9 Wörter. الحقل جيم. جيم ist جمع, also plural. حقول فت فتا. الناس die Menschen. القرية das Dorf. الضيف der Gast. الشيخ der große Mann. المطعم der Restaurant. المدرسة الابتدائية كونشولا.